Mein Name ist Martin Tesch. Das ist unser Riesling aus dem St. Remigiusberg. Remigiusberg heißt übersetzt, dies ist der Weinberg des Bischofs von Reims. Der Bischof von Reims in der Champagne wurde irgendwann latinisiert zum St. Remigius. Und die Lage wurde schon sehr früh abgegrenzt von dem benachbarten Kartäuser, obwohl jetzt, sage ich mal, die Unterschiede jetzt oberflächlich betrachtet in den Böden, wenn man sie nur anguckt, nicht riesig auffällig sind. Aber erdgeschichtlich und von der Zusammensetzung sind die Unterschiede groß. Und dann hat er also eben schon vor Jahrhunderten gewusst, dass diese beiden Weine doch sehr verschieden sind. Wir finden hier Vulkanboden, der einen großen Einfluss auf den Charakter des Rieslings hat. Ja, St. Remigiusberg ist vielleicht, sage ich jetzt mal, der berühmteste Wein unserer Lagen. Rieslinge, weil er sehr, sehr oft in der Spitzengastronomie eingesetzt wird, weil er so eine exotische Zitrusnote, so wie riecht und schmeckt so ein bisschen so wie Mandarine. Das ist für Rieslingen relativ seltenes Aroma. Das wird dann eben auch von Sommeliers gesucht.